Herzlich willkommen. Heute werden wir versuchen, ein Häkelmuster Nummer 7 zusammen probieren zu häkeln. Diese Häkelmuster werden wir nach der Beschreibung in einem Buch häkeln. Wenn ihr schon ein bisschen Wolle und eine passende Häkelnadel sich vorbereitet habt, dann können wir anfangen. Für heutigen Häkelmuster brauchen wir Maschenzahl durch 3 teilbar plus eine Luftmasche. Ich werde jetzt eine Luftmaschenkette mit 15 Luftmaschen häkeln. Erstmal an die Anfangsmasche und jetzt die 15 Luftmaschen. Also nochmal, wir brauchen eine Luftmaschenkette, die durch 3 teilbar ist, plus eine Luftmasche. Erste Reihe. 2 Luftmaschen. In 2 folgenden Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln. Hier zeige ich euch langsam, wie man ein Stäbchen häkelt. Hier habe ich schon 2 Stäbchen gehäkelt. Und jetzt in die nächste Masche eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche. Und noch eine feste Masche in dieselbe Masche wie schon die erste feste Masche. Und jetzt werden wir fortlaufend wiederholen. Also in 2 folgenden Maschen werden wir jeweils ein Stäbchen häkeln. Hier ein Stäbchen und in die nächste Masche auch ein Stäbchen. In die nächste Masche 2 feste Maschen mit einer Luftmasche dazwischen häkeln. Und so werden wir die ganze erste Reihe fortlaufend wiederholen. Und schon wieder wiederholen wir das Ganze. Hier in die nächste Masche ein Stäbchen, in die zweite Masche auch ein Stäbchen. Und jetzt in die nächste Masche eine feste Masche, eine Luftmasche und noch eine feste Masche häkeln. Und jetzt wieder wiederholen. In 2 nächsten Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und dann in die nächste Masche eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche häkeln.
Ich gucke schon mal in meinem Häkelbuch, was man am Ende der Reihe machen soll. Also am Ende der Reihe ein Stäbchen häkeln. Und so sieht meine erste Reihe aus. Die Arbeit wenden. Zweite Reihe. Um das erste Stäbchen der Vorreihe ein Reliefstäbchen von vorn häkeln. Ich zeige euch, wie man so ein Reliefstäbchen häkelt. Die Reliefstäbchen, die kann man von vorn oder von hinten arbeiten. Hier werde ich die Reliefstäbchen von vorn häkeln. Ich zeige euch jetzt, wie so ein Reliefstäbchen von vorn zu arbeiten ist. Also hierzu ein Umschlag, die Nadel von vorn nach hinten hinter dem ersten Stäbchen herumführen, Faden holen, zur hohen Schlinge durchziehen, wieder nach vorne und das Stäbchen zu Ende ganz normal häkeln. So ein Reliefstäbchen würden wir in dieser Reihe noch ein paar Mal häkeln. Werde ich euch auch natürlich zeigen, wie man es macht. Und jetzt nach dem Reliefstäbchen zwischen den nächsten zwei festen Maschen unter dem dazwischen liegende Luftmasche eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche und noch eine feste Masche. Jetzt werde ich um die zwei nächsten folgenden Stäbchen jeweils ein Reliefstäbchen von vorn häkeln. Ich zeige euch natürlich jetzt auch, wie ich es mache. Erstmal ein Reliefstäbchen von vorn. Häkeln wir genauso wie das erste Reliefstäbchen. Und jetzt um das nächste Stäbchen auch ein Reliefstäbchen von vorn. Nach den zwei Reliefstäbchen werde ich jetzt wieder zwischen den festen Maschen der Vorreihe eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche häkeln. Und so wiederholen wir die ganze zweite Reihe, also zwei Reliefstäbchen und dann zwei feste Maschen mit einer dazwischen liegenden Luftmasche.
Jetzt gucke ich in meinem Buch nach, was man am Ende der Reihe machen soll. Also, ein Stäbchen. Also, hier ein Stäbchen. Und so sieht jetzt meine Arbeit nach zwei gehäkelten Reihen aus. Dritte Reihe. Zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen der Vorreihe übergehen. Auf den zwei den nächsten Reliefstäbchen häkeln wir auch Reliefstäbchen von vor, je ein Reliefstäbchen. Zweites Reliefstäbchen. Zwischen den zwei festen Maschen der Vorreihe häkeln wir jetzt dazwischen eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche. Und jetzt wiederholen wir das Ganze auf zwei Reliefstäbchen der Vorreihe häkeln wir je ein Reliefstäbchen von vorn. Ein Reliefstäbchen von vorn und jetzt noch eins. Und wieder zwischen den zwei festen Maschen häkeln wir zwei feste Maschen mit einer Luftmasche dazwischen. Eine feste Masche. Und jetzt wiederholen zwei Reliefstäbchen, also auf den zwei Reliefstäbchen der Vorreihe jeweils ein Reliefstäbchen häkeln. Und zwischen den festen Maschen zwei feste Maschen mit einer Luftmasche dazwischen. Diese dritte Reihe häkeln wir ganze Zeit so. Zwei Reliefstäbchen von vorn, ein Reliefstäbchen zeige ich euch nochmal ein bisschen langsamer, wie man ein Reliefstäbchen von vorn häkelt und noch ein Reliefstäbchen von vorn. Und wieder zwei feste zwischen den zwei festen Maschen, eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche. Und hier nochmal das Ganze wiederholen. Zwei Reliefstäbchen von vorn. Und zwischen den letzten festen Maschen in dieser Reihe eine feste Masche, eine Luftmasche und noch eine feste Masche. Jetzt gucke ich in meinem Buch nach, was man am Ende der Reihe machen soll. Also am Ende der Reihe ein Stäbchen häkeln. Nach dritter gehäkelter Reihe sieht mein Häkelmuster so aus. Ich hoffe, dass bei euch auch alles gut geklappt hat. Und was machen wir jetzt? Jetzt
wiederholen wir fortlaufend die zweite und die dritte Reihe. Also, wir werden jetzt noch zusammen die zweite Reihe wiederholen. Um das erste Stäbchen der Vorreihe ein Reliefstäbchen von vorn häkeln. Zwischen den festen Maschen hier wieder zwei feste Maschen und eine Luftmasche dazwischen häkeln. Und jetzt auf den nächsten Reliefstäbchen wieder jeweils ein Reliefstäbchen von vorn häkeln. Und noch ein Reliefstäbchen. Und dann wiederholen wir das Ganze zwischen den festen Maschen. Eine feste Masche, eine Luftmasche und noch eine feste Masche. Und dann auf den Reliefstäbchen, die sind so ein bisschen versteckt, muss man die ein bisschen suchen. Die hier machen wir auch wieder zwei Reliefstäbchen von vorn. Und schon wieder zwei feste Maschen mit einer Luftmasche dazwischen. Und jetzt auf den Reliefstäbchen der Vorreihe jeweils ein Reliefstäbchen von vorn häkeln. So häkeln wir die ganze Reihe bis zum Ende. Ich zeige euch hier, dass die Reliefstäbchen ein bisschen versteckt sind, aber die sind leicht zu finden. Zur Wiederholung, wir befinden uns jetzt bei Wiederholung der zweiten Reihe. Häkeln wir noch die Reihe zu Ende und dann wiederholen wir noch zusammen die dritte Reihe. Jetzt haben wir noch hier zwei Reliefstäbchen, also ein Reliefstäbchen von vorn und auf dem letzten Reliefstäbchen auch ein Reliefstäbchen von vorn und am Ende der Reihe unter diesem Luftmaschenbogen ein Stäbchen häkeln. Hier habe ich schon die zweite Reihe wiederholt und jetzt kommt die dritte Reihe. Dieses Muster sieht ganz schön aus. Sieht auf jeden Fall warm aus. Ich würde mir mit dem Muster, gehäkeltem Muster, ein Pullover vorstellen können. Also dritte Reihe Wiederholung. Zwei Luftmaschen. Und dann, hier seht ihr, sind wieder zwei Reliefstäbchen der Vorreihe versteckt. Und wir häkeln jetzt auf den Reliefstäbchen je ein Reliefstäbchen von vorn. Und zwischen den festen Maschen zwei feste Maschen mit einer Luftmasche dazwischen.
Und so wiederholen wir auch die ganze dritte Reihe. Auf den Reliefstäbchen je ein Reliefstäbchen von vorn häkeln. Und zwischen den festen Maschen zwei feste Maschen mit einer Luftmasche dazwischen. Ich würde sagen, dass dieses Häkelmuster nicht so schwer zum Häkeln ist. Je nachdem, für manche wird das vielleicht doch zu schwer sein, für andere wieder ganz einfach zu häkeln. Für mich war das nicht so schwer. Also ich häkle jetzt mit euch die dritte wiederholte Reihe zu Ende, zeige ich euch. Vielleicht häkelt ihr mit mir zusammen. Und bald könnt ihr genaue Beschreibung in diesem Video sehen. Und dann könnt ihr immer wieder mit dieser Beschreibung dieses Muster häkeln. Hier am Ende der Reihe sind noch zwei feste Maschen, also häkle ich noch zwei feste Maschen mit einer Luftmasche dazwischen. Und richtig am Ende der Reihe wieder ein Stäbchen häkeln. Also weiter bei diesem Häkelmuster wiederholen wir fortlaufend die zweite und die dritte Reihe. Dieses Muster jetzt nach Wiederholung, nach Reihenwiederholung sieht so aus. Ich finde, dass dieses Muster ganz hübsch ist. Ich mache gleich ein bisschen, wiederhole noch ein paar Reihen und dann zeige ich euch, wie es aussieht. So, jetzt hier habe ich noch ein paar Reihen dazu gehäkelt. Ein paar Mal, denke ich mal, noch einmal die zweite und dritte Reihe wiederholt. Jetzt kann man besser sehen, wie das Muster so am Ende aussehen kann. Mit diesem Häkelmuster könnte auch ein Männerpullover gehäkelt werden. Ganz schön dick und bestimmt auch warm. Ich bedanke mich schon bei euch fürs Zuschauen und fürs Mithäkeln. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg mit diesem Häkelmuster und wir sehen uns hoffentlich in meinen nächsten Videos. Tschüss!